Bullen, wollt ihr ewig leben? So der nicht ganz bierernst gemeinte Titel unseres Markeflüsters, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Aber das, was hier die Bullen, was die Aktienmärkte veranstalten, das ist schon ein echter Hammer. Da wird die kleinste positive Nachricht gefeiert und die Märkte schießen nach oben, als gäbe es kein Morgen mehr. Erst der Fake nach unten, jetzt das Schießen nach oben. Aber wollen uns mal anschauen, was heute wirklich wichtig war, was diesen Anstieg hier motiviert hat. Und da starten wir gleich mit der Weltbank, die heute Morgen die Prognose für die globale Ökonomie von 3,0 auf 3,2% erhöht hat. Das hat sofort einen Schub in die Märkte gebracht. Ebenso wie der New York Empire State Index, der mit 12,5 deutlich besser ausgefallen ist als erwartet. Bester Wert seit 1,5 Jahren. Die Erzeugerpreise auch interessant, zwar inline, also innerhalb der Erwartung mit plus 0,4%, aber die Kernrate, die ist deutlich stärker gestiegen mit plus 0,3%. Hier eigentlich nur ein Anstieg von 0,1% erwartet. Kernrate sind ja die Erzeugerpreise ohne Nahrungsmittel, ohne Benzin, ohne Tabak, Alkohol und andere dieser schönen Dinge. Dann Zahlen von Bank of America, deutlich besser. Die Aktie freut sich, wie wir gleich im Chart auch mal sehen werden. Denn es gab hier weniger Kreditverluste und das hat die Zahlen sofort aufgehübscht. Dann aus der EZB das Direktoriumsmitglied Mersch, der sich gemeldet hat und gesagt hat, also die Inflation, die könnte weiter fallen. Und das ist auch ein weiterer Punkt, der heute auf dem Euro lastet. Möglicherweise wird die EZB gezwungen sein, eben hier die Geldpolitik weiter aufzulockern. Ja, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren, für solche Meldungen, für solche Konjunkturdaten, empfehle ich nochmal die Live-Marktkommentare auf finanzmarktwelt.de. Aber wir wollen eben nicht nur live kommentieren, sondern auch die Hintergründe, die großen Zusammenhänge zeigen. Und da möchte ich Ihnen heute mal einen Artikel empfehlen, der lautet die Wohlstandsillusion Schneeballsystem Eurozone. Da versuchen wir mal klar zu machen, welches Spiel aktuell gespielt wird. Aber schauen wir uns mal die Charts an, schauen wir uns mal an, was hier die Märkte veranstaltet haben. Startend mit dem S&P 500, der wichtigste Index der Welt, der neues Allzeithoch hier generiert hat bei 1850. Hier dieser Widerstand ist angerissen worden, knapp überboten worden. Mal sehen, ob jetzt die Bullen nachlegen können. Schauen wir uns mal den DAX an, der aktuell auf XDAX-Basis 9735, also glatte 100 Pünktchen von dem bisherigen Allzeithoch nochmal gestiegen ist. Das ist wirklich eine extreme Performance. Der Dow Jones sieht das Ganze ein bisschen entspannter, ist jetzt aktuell knapp unter der 16.500er Marke. Und ein Vergleich zwischen DAX und Dow Jones zeigt hier der DAX, der dunkle Chart, der Dow Jones, der helle. Der zeigt, dass der DAX hier deutlich outperformt, dass der DAX deutlich besser läuft. Deutlich besser auch das Stichwort beim Tagesgewinner heute im DAX. Wieder Kali und Salz, die Aktie knapp 5% im Plus, ebenso wie Lufthansa sehr, sehr stark, dass die Tagesgewinner. Euro-Dollar mal einen Blick, 1,36. Wir sind genau runtergekommen hier auf diesen Abwärtstrendkanal, haben genau hier drauf gesessen und drehen hier wieder ein bisschen, aber natürlich belastend für den Euro die starken Zahlen der US-Konjunktur und die gestiegenen Erzeugerpreise. Schauen wir uns mal nochmal den Goldpreis an, 1239, ein bisschen belastet eben durch die starken Konjunkturdaten, aber nicht wirklich Druck nach unten hier. Abschließend noch ein Blick auf die Bank of America, die wir ja schon hier angesprochen haben, 17,17 Dollar mit diesem Eröffnungsgap hier, etwa 2% im Plus. Ja, schauen wir mal, ob dieser Bullenrun weitergeht. Die Bullen, die wollen weiterleben, die müssen nachlegen. Ich wünsche erstmal einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.